In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. Familie & Co. ist eine Kooperation von ATV und der katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg. Business TV. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer neuen Ausgabe von Familie & Co. Heute geht es bei uns unter anderem um das Thema Seelsorge am Josephinum in Augsburg. Und auch in unserem Erziehungstipp geht es heute um Glaube und Religion, mehr dazu später. Doch jetzt hält bei uns erst einmal der Frühling Einzug. Viele konnten es kaum erwarten. Endlich ist der Frühling da und mit ihm sprießt und blüht es wieder überall. Und alleine schon die wärmenden Sonnenstrahlen und die Frühlingsluft versetzen viele von uns in beste Laune. Und auch in den Gärtnereien ist jetzt wieder Hochsaison für Tulpen, Primeln und Narzissen. Überall blühen und sprießen die Frühlingsboten. So auch in der Gärtnerei des Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrums St. Elisabeth in Augsburg. Hier können junge Menschen mit Lernbehinderung oder psychischer Traumatisierung eine Ausbildung machen. Sie blühen schon in kräftigen Farben, die Primeln in der Gärtnerei St. Elisabeth. Gehegt und gepflegt werden die Pflanzen hier von 9 Auszubildenden im Bereich Zierpflanzenbau. Eine der Azubis ist Christine. Sie wollte schon immer etwas mit Pflanzen machen. Ich habe mir gedacht, für die Natur mitarbeiten und es macht mir auch riesen Spaß und die Pflanzen aufwachsen sehen. Es ist halt einfach interessant und es hat mir halt einfach Spaß gemacht und deswegen möchte ich einfach das weitermachen. Die Ausbildung in der Gärtnerei dauert 3 Jahre. Die Azubis lernen hier zum einen alles rund um die Pflanzen und betreuen zum anderen auch die Kunden, die hier Blumen kaufen. Besonders ist die Vielfalt in der Gärtnerei, die auch für die Auszubildenden Vorteile hat. Wir haben halt hier den Vorteil, dass wir hier wesentlich mehr Pflanzen machen können, auch in kleineren Mengen, weil wir eigentlich vom Betrieb her auf das ein bisschen spezialisiert sind und nicht so sehr auf die Großmengenproduktion schauen müssen, sondern einfach mehr die Produktion und die Pflanzenauswahl auf die Ausbildung abstimmen können und somit natürlich für die Jugendlichen eine wesentlich breitere Ausbildung bieten. Das Besondere im Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum St. Elisabeth ist, dass die Auszubildenden ein Handicap haben und deshalb in den bestehenden Regelsystemen kaum eine Chance hätten. Hier wird ihnen geholfen, zu einem beruflichen Abschluss zu kommen und ihren Platz in Beruf und Gesellschaft zu finden. Zum einen haben deshalb die Ausbilder spezielle Weiterbildungen. Zudem haben wir Sozialpädagogen an der Seite der Auszubildenden, die den Reha-Plan erstellen, die bei Krisen zur Verfügung stehen, die Elternarbeit machen und die einfach durch den ganzen Ausbildungsverlauf pädagogisch führen. Zudem haben wir Therapeuten, Psychologen mit dabei, die beraten können, die Therapien anbieten können und die somit die jungen Menschen unterstützen. Die Chance, eine Ausbildung zu machen, die den Fähigkeiten und Neigungen der jungen Menschen entspricht. Das bietet die Gärtnerei im Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum St. Elisabeth. In unserer letzten Sendung haben wir ja bereits über das neue Josephinum und den Umzug der ersten Stationen berichtet. Das Josephinum in Augsburg bietet seinen Patienten aber nicht nur medizinische Hilfe, sondern sorgt sich auch um die Seele der Patienten und ihrer Angehörigen. Ein Krankenhausaufenthalt, die Auseinandersetzung mit Leiden, Krankheit, Schmerz oder sogar mit dem Tod kann alles ins Wanken bringen. Die Klinikseelsorger des Josephinum nehmen sich deshalb Zeit, hören zu und helfen, die jeweilige Situation zu bewältigen oder zumindest erträglicher zu machen. Doris Kellner und Bruno Ott sorgen sich im Josephinum um die Seele der Menschen. Sie sind als Klinikseelsorger nah an den Patienten und bieten über das Medizinische hinaus ihre Hilfe an. Wir gehen nicht über die Stationen, sondern wir werden meistens von dem Personal eingeschaltet. Genauso können bei uns auch weil wir eine Kinderklinik sind, auch die Eltern von den Kindern, wenn sie Anliegen haben, kommen. Speziell wenn es um Angstbewältigung oder Krisenbewältigung auf der Intensivstation geht. Auch für die Kinder aus der Psychosomatik sind die Seelsorger da. So gibt es zum Beispiel jede Woche in der Kapelle ein Programm mit gemeinsamem Singen und Geschichten aus der Bibel.
Die Seelsorger nehmen sich Zeit, hören zu und bieten eine individuelle Begleitung an. Und das wird von den Patienten gerne angenommen. Ich bin, glaube ich, jemand, der gern darüber redet, wie es mir geht mit so anderen Menschen, gerade auch mit ausgebildeten Menschen. Insofern, ja, finde ich das sehr wohltuend. Seelenbalsam ein bisschen. Für Kinder, die vor oder bei der Geburt versterben, gibt es im Josephinum einen Abschiedsraum. Hier können sich die Eltern in kleinem Rahmen mit einem Ritual von ihren Kindern verabschieden. Ich nenne das immer eine Namensgebungsfeier, weil gerade wenn die Kinder in einem fortgeschrittenen Schwangerschaftswoche schon waren und versterben im Mutterleib, dann haben die Eltern natürlich schon sehr, sehr intensive Beziehungen in der Regel zu diesem Kind aufgenommen. Das Kind hat schon einen Namen bekommen, den die Eltern immer schon auch verwendet haben. Die Rückmeldung von Eltern, die diese Form wählen, ist eigentlich immer sehr, sehr positiv, dass sie sagen, das war für sie was ganz, ganz Wertvolles und hat ihnen sehr nochmal geholfen, Abschied zu nehmen von diesem Kind. In Krisen- und Grenzsituationen sind Sie Ansprechpartner und Begleiter, die Klinikseelsorger am Josephinum. Ja, und zu diesem Thema begrüße ich jetzt den Aufsichtsratsvorsitzenden der katholischen Jugendfürsorge, Herrn Domkapitular Armin Zürn. Grüße Sie, Herr Zürn. Grüße Gott. Wir haben ja jetzt in dem Beitrag gerade schon die Seelsorger am Josephinum vorgestellt. Mhm. Wie wichtig ist denn das Thema Seelsorge insgesamt für die katholische Jugendfürsorge? Ist uns ein großes Anliegen, weil ja nicht nur eine kompetente Medizin oder eine gute Beratung gebraucht wird oder eine Ausbildung, sondern der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und dass wir einfach auch einen ganzheitlichen Ansatz haben, legen wir Wert auf Seelsorge und haben deswegen nicht nur am Josephinum, sondern auch in anderen Einrichtungen insgesamt 10 pastorale Mitarbeiter, die sich um die Seelsorge hauptamtlich kümmern. Wenn Sie sagen, um die Seelsorge kümmern, was bedeutet das denn genau in der Praxis? Was machen diese Seelsorger? Das ist vielfältig. Also zum einen natürlich Gespräche, Besuche, Aktionen mit Kindern und Jugendlichen. Aber genauso gehören auch Angebote für die Mitarbeiter dazu. Besinnungstage beispielsweise, Auszeiten oder auch das persönliche Gesprächsangebot. Jetzt haben Sie gerade auch die Mitarbeiter angesprochen. Wie wichtig ist es denn in Ihrem Bereich auch für die Mitarbeiter? Es sind ja oft auch nicht einfache Situationen, mit denen auch die Mitarbeiter zu tun haben. Wie wichtig ist es da auch für die Mitarbeiter, eine seelische Unterstützung zu bieten sozusagen? Sehr wichtig. Also darum lege ich auch Wert drauf und versuche eben über hauptamtliche Mitarbeiter das sicherzustellen, dass das Thema nicht untergeht, denn man braucht schlichtweg auch seine Ressourcen. Die müssen auch wieder gestärkt werden und da kann ein Seelsorgsgespräch helfen, ein Austausch, ein Tür- und Angelgespräch oder eben auch Besinnungstage, die wirklich nochmal Orientierung geben, weshalb mache ich diesen Dienst, wie kann ich tatsächlich die Gesinnung Jesu Christi, der die Menschen eben aufbauen wollte, der gekommen ist, Leben in Fülle zu bieten, wie kann ich das in meinen Alltag übersetzen? Und da ist es hilfreich, eben kompetente, pastorale Begleiter zu haben. Und nehmen das die Mitarbeiter auch aktiv in Anspruch? Kommen die auch aktiv auf die Seelsorger zu? Gott sei Dank. Wir haben Seelsorger, die langjährig schon dort arbeiten und eben auch das Vertrauen der Mitarbeiter haben. Und Mitarbeiter nutzen das wirklich. Die Besinnungstage sind voll belegt. Es gibt ein Pilgerprojekt im Frère Roger Kinderzentrum beispielsweise, bei dem sich Mitarbeiter auf den Weg machen, gemeinsam mit den pastoralen Mitarbeitern. Also es wird genutzt, sowohl von den Patienten, kleine wie große, von den Klienten, aber auch von den Mitarbeitenden. Jetzt haben wir gerade über die Mitarbeiter gesprochen, aber in erster Linie ist es natürlich auch ein wichtiges Anliegen, nehme ich mal an, für die Patienten, für die Klienten, die sich ja oft in schwierigen Lebenssituationen befinden und dann zur KJF auch. Deshalb kommen traumatisierte Jugendliche, Kinder und Jugendliche, die schwierige Startsituationen haben oder die vielleicht Lernprobleme haben, Defizite. Wie wichtig kann da so ein Gespräch oder auch vielleicht der Glaube eben sein als Stütze, als Hilfe, auch therapiebegleitend? Ich bin fest überzeugt, dass das eine Rolle spielt und von unserer Haltung heraus, dass eben tatsächlich ja das Innere des Menschen zur Heilung, zur Orientierung, zur Entwicklung beitragen kann, meine ich auch, dass eben Seelsorge einen guten Beitrag leisten kann. Natürlich ist in erster Linie erstmal die Therapie gefragt und wir behandeln und begleiten Menschen aller Religionen und Nationen völlig ohne Unterschied. Natürlich werden alle mit einbezogen, können alle Menschen zu uns kommen. Aber
aus der Haltung der Mitarbeiter heraus, die wollen schon in der Gesinnung Jesu handeln. Die wollen Kirche leben und deswegen auch die seelischen Seiten ansprechen und unterstützen. Und das ist hilfreich, auch auf Seelsorger zurückgreifen zu können. Beispielsweise denke ich an ein Gespräch gestern mit einer jungen Frau, die Interesse gefunden hat und sagt, ja, ich möchte getauft werden. Sowas kann bei rauskommen, aber es ist jetzt nicht ihr Ziel, dass sie dadurch auch die Patienten oder Klienten auch katholisch machen, missionieren sozusagen. Nein, das ist nicht. Wie gesagt, wir begleiten alle und wollen eben zur Gesundheit beitragen. Aber wenn eben jemand von den jungen Frauen und Männern in der Ausbildung beispielsweise zu so einem Gedanken kommt, dann ist es gut, wenn das nicht der Ausbilder, die Ausbilderin oder die Therapeutin macht, sondern dass dann das auch eben kompetent weitergegeben werden kann. Dieses Thema bearbeiten dann unsere Seelsorger. Insofern ist es auch eine Entlastung für die anderen Berufsgruppen, die sich ja bei uns engagieren und tätig sind. Es sind 70 verschiedene Berufe und einer davon ist eben Seelsorgerin oder Seelsorger. Herr Domkapitulatzürn, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Gerne. Ja, und bei uns geht es jetzt auch mit dem Thema Glaube und Religiosität sozusagen weiter. Viele Eltern fühlen sich unsicher, wenn sie mit ihrem Kind über religiöse Fragen reden und entscheiden sollen, ob sie ihr Kind überhaupt christlich erziehen wollen. Ob und wie Kinder religiös erzogen werden, das müssen zunächst die Eltern entscheiden. Doch früher oder später fragen Kinder nach Gott. Spätestens, wenn das Thema im Kindergarten aufkommt oder ein Familienangehöriger stirbt. Deshalb sollten Eltern ihre Kinder von klein an eine Beziehung zu Gott aufbauen lassen. Wie sie zum Beispiel mit ihren Kindern altersgerecht beten können, das erfahren Sie jetzt in unserem Erziehungstipp. Kinder lieben Rituale. Und so kann auch ein gemeinsames Gebet ein schönes Ritual für die ganze Familie sein. Zum Beispiel vor dem Essen. Wer sich wegen der Formulierung nicht sicher ist, kann dabei auf Hilfen zurückgreifen. Es gibt Gebetswürfel, es gibt Hefte, die man kaufen kann, man kann sich im Internet informieren. Also es gibt viele Möglichkeiten und da suche ich für mich und für meine Familie das Passende heraus. Und wenn Sie vorgefertigte Gebetswürfel nehmen, da können die Kinder sich das Gebet aussuchen. Selbst Kinder, die noch nicht lesen können, kennen die Texte. Doch auch ohne Hilfsmittel ist der Rat an die Eltern dabei ganz einfach. Mutig sein und ausprobieren, denn eigentlich kann man nichts falsch machen. Am Anfang ganz sicher würde ich mich an ein Gebet halten, das, das vorgegeben ist, das festgeschrieben ist, so einen Gebetswürfel nehmen. Aber dann würde ich schon versuchen, in diese offenen Gebetsformen zu starten. Das heißt, das, was wirklich mich bewegt, auch zu formulieren. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht verkopft, dass man sich nicht stresst und denkt, oh, das muss jetzt ein perfekter Satz sein oder das muss jetzt, das darf ja kein Holpern in der Stimme oder in der Sprache sein. Total egal. Denn Beten ist vor allem auch miteinander reden. Und so kann zum Beispiel das Abendgebet ein gemeinsamer Rückblick auf den Tag sein. Was waren die schönen Momente? Für was sind wir dankbar? Was war vielleicht auch schwierig heute? Also wo brauchen wir vielleicht Unterstützung oder wo braucht das Kind Unterstützung? Was kann ich da an Input geben? Oder aber auch zu sagen, ich weiß jetzt auch keine Antwort, aber vielleicht schicken wir das einfach an den lieben Gott und mal schauen, was dann der nächste Tag bringt. Ein schönes Ritual für die ganze Familie. Einfach zusammen beten. Das war's auch schon wieder von uns für heute. Schön, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei waren. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine schöne Zeit und noch eine gute Vorbereitung auf Ostern. Wir sehen uns dann nach den Feiertagen wieder. Bis dahin genießen Sie die ersten Frühlingstage. Auf Wiedersehen.